live from the most amazing city in the world. Mannheim. Wir sind in Mannheim. Oh, okay. Live from the most amazing city in the world. Here is Jungbusch Talk. Willkommen zur zweiten Folge Jungbusch Talk. Wir haben das Feedback, die ersten Folge war überwältigend und alle haben gesagt, mehr Arian. Okay. Keiner Einstieg, finde ich super. Ja, ich dachte, ich kann das jetzt irgendwie verheimlichen. Aber er hat das gerochen. Ja, schade. Dennoch wirklich willkommen zur zweiten Folge. Schade vor allem. Okay, ja, ich dachte, ich habe jetzt so meinen kleinen Moment. Arian will gerade kurz seinen Monolog machen. Okay, ja. Close-up Arian, hier. Ja, deine rein. Kamera, let's go. 4 Wochen ist es jetzt her, dass wir die erste Folge rausgebracht haben. Und Felix, ich würde sagen, das Feedback war auf jeden Fall überraschend positiv. Oder erstaunlich positiv. Das klingt beides dumm, ich wollte eigentlich überwältigend positiv. Es ist auf jeden Fall sowohl überraschend als auch überragend. als auch überwältigend, dass sich innerhalb von so kurzer Zeit dann doch so viele Leute... Ich glaube, an dem Abend selbst, als die Folge rauskam, waren wir so richtig so, okay, was passiert hier gerade? Inzwischen haben über 650 Leute, also zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, haben über 650 Leute unsere erste Folge zumindest auf YouTube wahrgenommen. Und ich glaube, grundsätzlich jetzt mit der nächsten Folge werden vielleicht noch mal mehr Leute wieder darauf aufmerksam, dass es den Jungbusch Talk gibt und sich dann ja auch gerne noch mal die erste Folge anschauen, weil die erste Folge ist ja immer noch genauso relevant. Absolut. Mein persönliches Highlight aus dieser ganzen Sache um die erste Folge rum war das mit Rick und seiner Nachbarin. Für die, die es nicht mitbekommen haben, okay. Rick, einer unserer Gäste aus der ersten Folge, hat von seiner Nachbarin einen Zettel an die Tür geklebt bekommen, auf dem stand, hey, wir haben dich in der letzten Folge Jungbusch Talk zufällig gesehen, fanden wir richtig toll und wir haben es jetzt gerade mit unseren ganzen Freunden geteilt. Und das hat Rick dann in seine Instagram-Story gepostet. Und ich fand das so verrückt, also zu sehen, dass erstmal hat es der Nachbarin ja gefallen, dann hat sich Rick darüber gefreut und dann haben wir uns darüber gefreut, dass einfach alle anderen sich da so viel drüber freuen, dass denen so viel Freude bereitet hat. Und ich finde es einfach so verrückt, dass mit dieser Sache, die wir hier machen, wir so ein bisschen was erreichen. So ein bisschen den Alltag der Leute netter machen. Und das hat mich wirklich am meisten gefreut. Ja, absolut. Also grundsätzlich so diese total... ja, unwirklich scheinenden Momente, die irgendwie nach der ersten Folge passiert sind. Genauso wie auch irgendwie am zweiten Tag oder am ersten Tag nach der Folge irgendjemand auf Instagram gepostet hat, watching Jungbusch Talk in the second most amazing city in the world und dann einen Schwenk machte vom Fernsehen, raus auf die New Yorker Skyline. Mhm. Und irgendwie den Jungbusch Talk in New York schaut. Ich kann nur für mich sprechen, mich hat das jetzt nur noch mehr motiviert. Ich habe jetzt nur noch mehr Bock. Ja. Und ihr seht, wir haben auch unsere Location gewechselt. Diesmal sind wir in der Dankbar. Und ich würde sagen, wir haben auch ein kleines Upgrade in Summe jetzt hier auch vollbracht. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf die zweite Folge und auf die heutigen Gäste. Ja, genau. Wir haben auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr cooles Panel heute Abend an Gästen vorbereitet. Zum einen mit dem Rüdiger, der hier in Mannheim seit jetzt inzwischen über 2 Jahrzehnten einen genussbasierten, Spirituosen, Schokoladen, Essigladen hat. Also wirklich, der Fokus ist Genuss. Der Fokus ist jetzt nicht unbedingt Spirituosen, obwohl Spirituosen schon einen sehr, sehr großen Teil ausmacht. Dann haben wir Benedikt von dem Projekt Little Mannheim heute Abend bei uns zu Gast. Auch auf jeden Fall super, super interessant. Ich habe auch schon vor sehr, sehr langer Zeit zum ersten Mal irgendwie gesehen und jetzt über den Jungbusch Talk mit ihm wirklich in Kontakt zu kommen, war auch irgendwie so eine coole, ja, wieder so ein cooler Moment, der irgendwie den der Jungbusch Talk einem ermöglicht, dass man jetzt irgendwie wieder Leute da hat, die man auch davor tatsächlich noch gar nicht kannte. Auf jeden Fall. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann haben wir ganz zum Ende natürlich auch noch den Christoph da. Shibari, was es damit auf sich hat, erfahrt ihr später noch genau. Es wird auf jeden Fall ein bisschen erotischer. So viel schon mal vorweg verraten. Jetzt haben wir auch sichergestellt, dass alle bis zum Ende dran bleiben. Genau. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt an und begrüßen als erstes den Rüdiger. Herzlich willkommen. Please welcome our next guest.
Herzlichen Dank, Rüdiger, dass du hier bist heute. Hallo Felix. Für alle, die Rüdiger nicht kennen, er hat das Geschäft Probieren und Genießen hier in der Innenstadt in Mannheim. Und jetzt inzwischen schon seit wie vielen Jahren? 24, 22, so irgendwas. 98 aufgemacht, ja, kann man ausrechnen, okay. 24. Plus genau. Minus Corona-Jahre, also von dem her einige Jahrzehnte jetzt schon als Fachmann für... Ich würde mal sagen, Genuss, mehr Genuss im Leben, weil wir reden über Schokolade, wir reden über Whisky, wir reden aber genauso gut über Essig und Öl, wir reden einfach mehr Genuss im Leben. Es ist ein Unterschied, ein Bier, einen Wein zu trinken oder eine Spirituose zu haben, die man genießt. Das ist nichts zum Durstlöschen, sondern zum Genießen. Kostet auch ein bisschen mehr. Gin ist ja in den letzten 10 Jahren gefühlt komplett durch die Decke geschossen, auch markenanzahltechnisch. Also ich bin ja persönlich auch großer Gin-Fan und sammle ja auch so ein ganz klein bisschen. Aber was ich an irgendwie großen Gin-Sammlern sehe, die dann inzwischen irgendwie 600-700 verschiedene Flaschen zu Hause haben und die sagen, das ist nichts im Vergleich zu dem, was existiert an Menge. Aktuell ist es so, jeder macht irgendwie Gin, der nichts zu tun hat. Also, wirklich wahr, du kriegst jeden Tag, kommt zu mir bald jemand und sagt, wir haben einen neuen Gin, müssen wir unbedingt probieren, der ist ganz toll. Oh, oh. Ja. Wie viele davon sind wirklich toll, so im Durchschnitt? Also ich habe bei mir im Laden steht eine ganze Batterie an Mustern und Samples. Ich komme gar nicht mehr nach, das alles zu probieren. Und es ist wirklich so, ich habe manchmal richtig schlechte Laune, weil es kommt ein Typ zu mir, der sagt, das ist alles ganz toll, musst du probieren. Und du probierst in den ersten, denkst, zweite, dritte, auch noch. So, dann hast du 5 Stück hintereinander probiert, die waren alle irgendwie kacke. Und du denkst, scheiß. Und der Abend ist hin. Na? So. Nach fünf probierten Gin, die alle nichts irgendwie sind, und du denkst, was will der von mir? Ne? Aber jeder macht natürlich irgendwas und jeder denkt, seins ist das Beste. Logisch, muss er auch, sonst kann er es ja nicht verkaufen. Wenn er von vornherein denkt, das ist nichts, braucht er gar nicht anfangen. Aber das ist so auch mein Job. Also ich habe ja ein Ladengeschäft und ich will meinen Kunden was bieten. Das heißt, ich mache die Vorauswahl von dem und ich bilde mir ein, mittlerweile eine Ahnung zu haben, was ist Qualität oder was ist Nicht-Qualität, unabhängig, ob es mir schmeckt oder nicht schmeckt. Aber ich bilde mir ein, Qualität von Nicht-Qualität unterscheiden zu können. Das heißt, ich probiere alles, stelle es in meinen Laden und wenn ein Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne XY in Geschmacksrichtung so und so, ich will das und das machen, dann kann ich sagen, okay, das und das könnte passen, probier mal. So, das ist das, was ich mache. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, sich über Geschmäcker zu unterhalten, aber wenn du es versuchen würdest, was unterscheidet Qualität von Nicht-Qualität? Wenn man jetzt Spirituosen nimmt, gibt es einfach innerhalb des Alkohol eine bestimmte Qualität, die sich zusammensetzt über die Destillation, wie sauber ist gearbeitet worden. Wenn man beim Whisky geht, bei Cognac, bei Bränden, wie ist es gereift, wie alt ist es? Und wenn du das in den Mund nimmst, dann passiert irgendwas. Und einfacher, schlechter Alkohol, der brennt und beißt, du schluckst ihn runter, dann ist er relativ schnell weg. Während ein guter Alkohol sehr vollmundig, sehr komplex ist, sehr aromenreich. Auch wenn er weg ist aus dem Mund, bleibt er noch schön lange da. Und das ist für mich eine Qualität. Und leider setzen viele der Gin-Menschen auf Geld. Das heißt, es muss billig sein, es muss schnell verfügbar sein, zack, zack, zack. Und du trinkst den Gin und sagst, schlechter Alkohol, schlechte Zutaten, alles irgendwie nichts. Und wenn du jetzt zum Beispiel sowas nimmst, in Hills & Harbour ist ein schöner Start-up aus Schottland, richtig gute Qualität, tolle Idee hinten dran. Und wenn man den trinkt, du denkst, du sitzt irgendwie am Meer, hast einen Cocktail im Mund mit Mango, mit frischem Meerwasser. Und das ist das, was ich mit Qualität verbinde. Ich glaube, es gibt keine Ahnung, wie viele Gin-Selbstmach-Kits auf Amazon. Deutlich weniger mit Whisky, habe ich festgestellt. Es gibt sie auch. Es gibt Gin-Selbstmach-Kits. Ich habe nie gehört. Ohne Ende. Was ist das? Also was kommt, was kriegst du? Es ist Ethanol mit Wacholderbeeren eigentlich und das war es auch schon. Im Prinzip, also. Genau. Und ist aktuell ist diese alkoholfreie Gin-Variante für 20, 30 Euro zu haben
Und im Moment mache ich mir ein bisschen einen Joke draus, dass ich die Leute in den Teeladen nebendran schicke und sage, kauf euch einen Kräutertee, gieß den einfach auf, lass ihn kalt werden und dann hast deinen alkoholfreien Gin. Also, ist zwar ein bisschen ganz schwarz-weiß gemalt, aber im Prinzip, sorry, ist es das. Ne? Also, was ist denn von all den Dingen, die du verkaufst, also von den Kategorien, sage ich mal, Whisky, Schokolade, Essig, was ist denn dein persönlicher Favorit, einfach hinsichtlich Genuss? Was davon magst du selber am meisten? Espresso. Nee, Quatsch. Ich bin ein Espresso-Freak, aber ich verkaufe auch ein bisschen Kaffee, aber das ist nicht das Thema. Ich bin absoluter Schokoladen-Nerd. Ich mag Whisky sehr gern, ich trinke auch sehr gern Rum. Das ist so meins, so, wo ich sage, wow. Und es gibt, ganz schwarz-weiß gemalt, immer eine Gruppe Leute, die bestimmte Geschmacksvorlieben haben. Also es gibt die Kombination Rum und Whisky oder es gibt die Kombination Whisky und Gin. Dass jetzt jemand alle drei Kategorien mag, ist eher super selten. Ne? Okay. Also so die Leute sagen, ah, ich hätte gern Rum oder ich hätte gern Gin oder anders. Aber dass jemand sagt, ich hätte alles drei gerne, ist Unterschied. Es funktioniert auch alles ganz unterschiedlich. Es ist auch ganz, ganz verschiedene Situationen. Ne? Ein Gin ist eher so ein Longdrink-Cocktail, wo du einen großen Becher hast irgendwie, da trinkst du, schlapperst du 2 Stunden. ein Rum ist ein Sommergetränk, vielleicht mit einem Espresso, mit einer Zigarre, so schön draußen sitzen, genießen, während ein Whisky so ein ganzjahres Wintergetränk ist, wo du mal so im Kaminsessel quasi sitzt mit einem Buch, gute Musik. Und dann trinkst du halt so ein kleines Gläsel Whisky. So, das ist so, also so, so wohlfühlen, relaxen, runterkommen, genießen. Das ist das, was diese Getränke machen und für jede Situation halt ein bisschen anders. Und der Vorteil beim Gin, deswegen ist er vielleicht auch gerade so populär, du kannst alles machen, was du willst. Beim Whisky, Wasser, wow, Eiswürfel, wow, bloß nicht. Beim Rum schon ein bisschen, ja, okay, aber beim Gin, du kannst wirklich alles machen. Du kannst Gemüse reinschmeißen, du kannst wirklich alles. Im Moment, wir haben zu Weihnachten, wir haben den Leuten Essig verkauft, Pfirsich-Maracuja-Essig für in den Gin. Und die Leute haben es geliebt. Die sagen, wow, was ist das? Geil, sowas will ich. Und die haben den gekauft. Also, das funktioniert und du kannst halt wirklich alles machen, was du willst. Also es gibt auch guten Gin, nochmal. Es gibt guten Gin, natürlich, klar. Und es ist auch richtig Genuss, aber du kannst ihn so trinken, wie du willst. Verstehst du? Beim Whisky bist du gebunden. Geh in einen Whisky-Club, geh irgendwo hin. Ja, Cola mit Whisky, what the fuck, geht gar nicht. Eiswürfel rein, nee, auch nicht. Also du trinkst den pur. Oder lässt es halt bleiben. Mhm. Punkt. Aber beim Gin, du kannst machen, was du willst. Und das ist der Vorteil. Zumindest mit den hochwertigen Whiskys. Ich sage mal, wenn man jetzt in die etwas größeren Destillereien geht und dann in die etwas modernere Barkultur auch irgendwie reingeht, gibt es inzwischen auch sehr, sehr viele Whisky-Drinks. Es gibt sehr gute Cocktails sehr auf Basis gute. Von Whisky und von Rum und von Gin. Natürlich, klar, logisch. Aber, sag ich mal, so wie auch der Kaffee, der Espresso die Krönung des Ganzen ist, wo sich auch die Bar, die Kaffeeshops unterscheiden, wenn du mal Espresso trinken gehst und du gehst wo rein und du sagst, oh, was kommt denn jetzt für ein Plörrezeug, Wasser, schwarzes Wasser. Das ist kein Espresso. Da sieht man, hat der Typ, der hinten dran steht, was drauf oder nicht. So, und das ist auch beim Whisky so. Du kannst ihn pur trinken und dann muss er gut sein. So, und wenn er halt nicht so gut ist, wenn er auch günstig ist, dann kannst du logischerweise einen Cocktail draus machen. Es gibt sehr viele gute Whiskys für Cocktails. Ja. Wenn ich Alkohol trinke, Whisky ist das Beste, was ich machen kann. Es ist langgereifter Alkohol, er ist langkettig, er belastet den Organismus nicht, er ist kohlenhydratarm. Lässt den Blutzuckerspiegel nicht dopsen, ich habe nächsten Tag keinen dicken Kopf, wenn es eine gute Qualität ist und der macht einfach Spaß, weil er vom Geschmack toll ist. Ne? Es gibt nur aus Schottland 1200 Whiskys, kann ich mein ganzes Leben lang trinken und probieren und komme überhaupt nicht zum Schluss. Meine Kumpels vom Whiskyverein, die haben das größte Problem, dass sie mit ihren Samples nicht nachkommen. Ja, Luxusproblem. Absolutes Luxusproblem. Wenn man sich damit auskennen möchte, genau. Dann kann man sich damit beschäftigen. Ist auf jeden Fall ein Bereich,
der für mich auch sehr, sehr neu war, bevor ich das erste Mal im Probieren und Genießen war. Und der aber super, super interessant ist. Ich glaube, auch viele zu Hause werden sich jetzt vielleicht da mal ein-, zweimal reinlesen, vielleicht auch mal vorbeikommen, sich mal beraten lassen. Richtig. Also es ist nicht so, dass man jetzt den Zug verpasst hat, weil was weiß ich, der Jahrtausendwechsel schon rum ist. Ja. Es gibt, jedes Jahr gibt es neue Whiskys von allen Destillen, die es so gibt, Neuerscheinungen, limitierte Sondereditionen, wo du zugucken kannst. Aktuell ist es so, vieles kommt auf den Markt für Preis X und steht zwei Tage später Preis dreifach, vierfach in der elektronischen Bucht im Internet für wirklich alle, die den Zug verpasst haben. Super, dann ganz, ganz großes Dankeschön, dass du heute ich Abend auch da euch, warst. Ich da war. Und nach der kleinen Werbepause geht's auch schon wieder weiter. Perfekt, vielen Dank. Auch nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an Rüdiger. Sehr, sehr cool. Cooler Deep Dive in das Thema qualitativ hochwertige Spirituosen, Genuss im Allgemeinen. Genau. Und ja, auch so, wo man in Mannheim geilen Schnaps herkriegt. Ja. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu unserer nächsten, zu unserem nächsten kleinen Highlight für heute Abend. Ganz genau. Wir haben nach der letzten Folge nämlich für euch das Konzept erweitert. Und haben jetzt nämlich jedes Mal auch Live-Musik mit am Start. Und deswegen begrüßen wir jetzt die Uni von der Popakademie Mannheim, die uns jetzt mit ihrer musikalischen Begleitung hier zum allerersten Mal einen neuen Song präsentieren wird. Viel Spaß! Erstmal nochmal danke für die coole Performance. Möchtest du denn generell was zum Song und zu eurer Band sagen? Ja, also erstmal, ich heiße Uni. Das ist auch jetzt nur ein Solo-Projekt.
Und ja, der Song von gerade eben heißt übersetzt Cheater, beziehungsweise halt Fremdgänger. Und es ist allgemein auch in meiner Musik so, dass ich einfach über Themen schreibe, die mir im Alltag auffallen. Keine Ahnung, alles mögliche, Tagträumereien. Und in dem Song war es halt so, dass es mir halt im Bekanntenkreis aufgefallen ist, dass es ziemlich oft vorkommt, irgendwie, dass Leute fremdgehen. genau, und darüber habe ich jetzt einfach mal den Song geschrieben. Und in meinen Songs geht es halt auch meistens um alle möglichen Arten von Gefühlen, also auch negative Gefühle. Und ich finde es halt wichtig zu sagen, dass, hey, egal was für ein Gefühl du gerade hast, es ist valid, also es ist nicht falsch, so zu denken. Zum Beispiel mit dem Song halt, ja, fick dich doch, so in dem Sinne, geh doch mit der, genau. Also für alle, die, so wie ich, sich vorhin gefragt haben, okay, was für eine Sprache höre ich hier gerade, weil ich kann das nicht. In was für einer Sprache singst du? Singst du grundsätzlich? Also das war jetzt vietnamesisch, aber grundsätzlich mache ich viel englische Musik auch. Das, genau. Ich versuche halt immer in allem irgendwie meine Kultur mit einzubringen, also sei es die Sprache, Melodie oder Instrumente, die ich da einbaue. Wir freuen uns riesig, dass du heute da warst. Danke, ganz, dass ich da sein durfte. Dankeschön dir, vor allem hier für die Premiere, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem Song, der tatsächlich noch nirgends anders vor heute Abend aufgezeichnet oder abgespielt sogar wurde. Ja, auch noch gar nicht vorgespielt. Also ihr seid hier heute Abend definitiv live bei der Premiere dabei gewesen. Dementsprechend nochmal ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Und dann wünschen wir dir auch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Bedanken uns bei dir und freuen uns, wenn du auch vielleicht mal wieder dabei bist. Ja, gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Super, super cool. Ich denke, cooles Projekt. Auch super interessant, dass man auf, sag mal, Vietnamesisch und Englisch Musik macht. Ist jetzt nicht so das Klassische, was wir hier so kennen. Nee, gar nicht. Und deswegen super, ja, super interessant, auch irgendwie mal einfach eine andere Sprache mal in einer musikalischen Form zu hören, die man davor, also ich definitiv davor ich auch fast noch garantiert nicht gehört habe. Ich habe auch kein Wort verstanden. gut, dass ihr gesagt habt, worum es ging. Hätte um alles gehen können für mich. Und deswegen, ja, lasst ihr gerne einen Like da. Ihr werdet ihren Instagram-Account auch bei uns natürlich finden. Lasst ihr gerne ein Like da und wir freuen uns jetzt auch schon wieder auf den nächsten Gast. Das geht heute Schlag auf Schlag. Ja, heute ist einiges geplant. Heute Nacht ist nicht 6 Uhr wird, bis wir fertig sind. Wink, wink. Und deswegen begrüßen wir jetzt als nächstes schon den Benedikt von Little Mannheim. Please welcome our next guest. Little Mannheim, was hat's damit auf sich? Genau, als ich vor 4 Jahren nach Mannheim gezogen bin, habe ich auch so ein Projekt, ein Fotoprojekt gesucht. Ich hatte vorher viele Kurzfilme gemacht, aber auch Fotografien. Aber ich wollte auch ein Projekt, wo ich Mannheim ein bisschen erkunde. Das heißt, wo ich auch einen Grund habe, rauszugehen und die Stadt dann auch für mich zu entdecken. Und da hatte ich nämlich auch noch Miniaturfiguren übrig vom Miniatur Wunderland in Hamburg. Das ist die größte Modelleisenbahn der Welt. Da war ich so fasziniert davon, dass ich mir da Figuren gekauft habe, obwohl ich mit Modellbahnen überhaupt nichts am Hut habe. Ja, die lagen dann ewig rum. Und als ich nach Mannheim gezogen bin, dachte ich, dass ich jetzt einfach die Stadt Mannheim zu meiner Modellbahn mache und überall kleine Miniaturszenen aufbaue. Das heißt, für euch die liegen gebliebene Bierflasche im Jungbusch sehe ich dann eben als, oder baue ich dann eben eine Szenerie, wo dann die Figuren es als Bierbar nutzen und sich dann anstellen, um dort zu feiern zum Beispiel. Oder der Unkraut im Jungbusch wird dann auf der Straße, wird dann zu einem kleinen Gartenparadies. Und das ist unheimlich spannend, aus dieser Perspektive dann auch die Fotos zu machen und dann auf Instagram zum Beispiel zu veröffentlichen. Erinnerst du dich denn, was dein allererstes Motiv war? Mein erstes Motiv war in der Straßenbahn, weil für mich, ich komme ja aus der Pfalz, ist die Straßenbahn, jede Stadt mit Straßenbahn war für mich eine Mega-Metropole. Ich komme aus Edenkum und Mannheim war eben auch, hat auch eine Straßenbahn. Die Metropole deswegen, Mannheim. Deswegen war die Megacity, war das eben für mich
musste ich das erste Motiv machen. Es gibt so Schleifen, wo man sich dran festhalten kann. Und dort habe ich dann eine Szenerie gebaut, wo dann zwei Rentner auf dieser Schlaufe sitzen und quasi die beste Aussicht haben. Beste Aussicht habe ich das genannt, das Bild. Und habe da dann auch schon Aufmerksamkeit bekommen in der Straßenbahn, weil ich für das erste Bild auch mit der tiefen Schärfe, das hat ein bisschen gedauert, bin ich eine halbe Stunde mit der 2 rumgedüst. Genau. Und irgendwann habe ich dann auch dann angefangen, dass man auch die Gebäude erkennt. Das finde ich viel spannender dann draußen als in der Straßenbahn, weil das könnte ja tatsächlich überall sein. Ja, und so sind dann bis jetzt über 150 Motive in Mannheim entstanden. Über 150? Ja. Respekt. Hast du irgendeinen Ansatz? Also ich meine, du hast vorhin schon gesagt, du siehst dann irgendwie eine Bierflasche und denkst dir, okay, das könnte jetzt eine Bierbar dann werden und die Leute stehen an. Hast du irgendwie einen Ansatz, wonach du auch irgendwie vorgehst, also dass du das Ganze irgendwo ansatzweise methodisch auch machst, im Sinne von, okay, ich habe jetzt irgendwie vielleicht neue Figuren im Laden bekommen, die sind super für folgende Szenerie, wo könnte ich diese Szenerie bauen? Oder ist es wirklich, dass du durch Mannheim läufst und dann siehst du was und sagst, okay, und dafür hole ich jetzt diese Figuren, die brauche ich jetzt, um genau da das zu machen? Ich nehme mir dann auch mal einen Tag frei und gehe einfach nur mit einem Zettel und einem Stift, auch ohne Handy, ohne Musik, durch Mannheim und erkunde dann Mannheim aus der Sicht eben von den Miniaturszenen. Und dann gehe ich dann auch sehr bewusst durch die Stadt und dann notiere ich mir dann eben auch Ideen, was ich machen könnte, was passen könnte. Oder entdecke dann auch, gehe dann auch zum Großkraftwerk nach Mannheim, was man sonst nicht so als touristisches Ziel kennt. Und dann gehe ich nach Hause und mache mir dann Gedanken und danach suche ich erst die Figuren aus im Modellbahnladen in Käfertal. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass ich mit meinen 1000 Figuren durch Mannheim laufe und dann in der großen Kiste suche, was könnte passen, sondern ich gehe dann auch schon bewusst dorthin und dann ist auch die Idee dann schon im Kopf. Und genau, wie gesagt, so wurden aus 5 Figuren jetzt dann über 1000 Stück. Ist jede der Figuren inzwischen schon in dem Motiv vorgekommen oder hast du Figuren, wo du weißt, dafür kommt mal noch genau, ein Motiv? Ich habe mein nächstes Projekt ist Little Heidelberg und da habe ich auch schon die meisten Ideen schon im Kopf und da habe ich auch schon viel vorausgekauft und da im Modellbahnladen bin ich auch mittlerweile Stammkunde. Ah ja, der Benedikt. Genau, richtig. Weil ich heute war ich zufällig auch da. Wenn du sagst, jetzt Little Heidelberg ist dann das nächste, es gibt Little Mannheim, ich meine, du hast gesagt auch Little Pfalz inzwischen, deine Heimat, hast du ja auch schon jetzt vertitelt, nenne ich es jetzt mal. Sind die 150 Motive aufgesplittet oder ist das 150 nur in Mannheim und dann? Genau, in Mannheim habe ich ja angefangen, da habe ich tatsächlich 150 und in der Pfalz habe ich ja dann weitergemacht. Aber da ich ja in Mannheim wohne, kommen mir immer wieder Ideen, ich kann es dann auch nicht lassen, das umzusetzen. Genau, aber insgesamt habe ich 250 Motive, weil ich auch Auftragsarbeiten habe, was auch ziemlich spannend ist, dass dann so Unternehmen wie die Siemens auf mich zukommt und möchte dann eine individuelle Miniaturfotografie haben. Ich mache das jetzt hauptberuflich, was auch ganz komisch ist. Also viele waren verwundert, dass ich erzählte, dass ich vorher als Wirtschaftsinformatiker gearbeitet habe, auch ganz gut verdient, gekündigt habe, um Miniaturfigurenfotograf zu werden. Du hast ja mit der Fotografie angefangen und mittlerweile, wir haben es jetzt auch extra hier dabei, steht ja auch ein Buch, was du herausgebracht hast. Wie war denn der Prozess? Als ich dann nach 2-3 Jahren war es dann eben so, dass ich bemerkt habe, dass wenn ich ein Bild poste, dass ein Tag geht es ab, jeder applaudiert, jeder jubelt im Netz und am nächsten Tag rennt die Meute woanders wieder hin. Verstehe ich natürlich, weil der ist sehr Content, ich kenne es ja auch, es kommt immer was Neues und da dachte ich, hey, dann kam Corona, dachte ich, hey, komm, ich nutze die Zeit und bringe mir InDesign bei, wie das funktioniert und mache dann einmal für mich ein Buch, wo ich alle Bilder mal zusammenpacke. Und als ich dann den Prototyp hatte, dachte ich, ich lasse es mal drucken. Aber dann habe ich mal bei der Druckerei angefragt und die sagten, dass das so ein Buch, damit es eben sich lohnt, auch zu verkaufen, musste ich mindestens 1500 drucken und ziehe direkt nicht so viel in den Keller zu. Und du so, klar, ich lese jeden Tag 1500 Mal mein eigenes Buch, kein Problem. Ja, und dann habe ich gedacht, ich meine, es ist ja schon cool, wenn man was wagt, aber das war mir dann doch zu heikel. Und dann habe ich eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ich bin hinten ins Internet über Startnext und habe gesagt, hey, das Buch, auch über Instagram, da wollte ich mal schauen, ob die nur liken oder ob die mich auch so unterstützen. Und ich war dann tatsächlich auch überrascht, weil aus den geplanten 1500 Büchern der Crowdfunding-Kampagne kam so viel zusammen, dass ich 3500 Bücher gedruckt habe dann. Und das war echt Wahnsinn, dass dann auch das Buch im Buchhandel angeboten worden ist.
gut, da musste ich mich, bin auch so in den, ich habe mich immer gefragt, wie kommt das Buch in den Buchhandel? Ich bin mit dem Buch in den Buchhandel reingelaufen. Ich wollte gerade sagen, indem du es dahin bringst. Hab's vorgestellt und die sagten dann, nee, ohne ISBN-Nummer geht es leider nicht. So, nein, kein Problem, ich kaufe ISBN-Nummern, habe 100 ISBN-Nummern gekauft, weiß ja nie, wie weit es so geht. Und da war es dann so, nee, geht auch, über welchen Verlag ich das mache. Dann hieß, das habe ich gesagt, nee, ich will keinen Verlag haben. Eigenverlag. Und dann sagen sie, nee, man muss einen Verlag haben. Ich sage, gut, dann mache ich einen eigenen Verlag. Und so ist dann der Hild-Verlag entstanden. Du hast einen eigenen Verlag? Dann habe ich jetzt einen eigenen Verlag, genau. Okay. Mit 100 ISBN-Nummern. Ja. Also ich habe angefangen und habe mal so eine Miniatur fotografiert und jetzt habe ich einen Verlag. So. Das ist dann das ganze Dream Big, komm nach Mannheim. Ja. Ich kenne dann natürlich auch jetzt den ganzen Buchprozess. Man ist dann im VLB, man muss mit den Buchhändlern sich dann sich auf den Buchpreis auch für die Buchhändler dann entscheiden. Gibt eine Buchpreisbindung, überall muss es an gleichen Preis verkauft werden, egal ob Amazon oder im Buchladen, deswegen kauft lieber lokal. Und das ist super spannend. Das heißt, die bestellen dann, der Buchhandel bestellt nicht bei mir, sondern beim Verlag dann tatsächlich. Also bei dir. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Was war denn dein Lieblingsmoment in dieser ganzen Reise, die du jetzt mit dem Projekt durchgegangen bist? Es gab ganz, ganz viele Momente. Zum Beispiel interessante Geschichte, dass wir bei Mannheim eben bleiben. Natürlich, zu Mannheim gehört auch die Lupinenstraße. Für die Leute, die es nicht wissen, Lupinenstraße, das befinden sich die Laufhäuser in Mannheim. Und da war es so, da brauche ich halt auch unbedingt ein Bild, weil ich will auch nicht nur brave Bilder im Buch haben. Und da bin ich hingefahren und habe eine Szenerie gemacht, wie dann eben zwei Männer so ein Kondom in die Straße reintragen am Eingang. Und das wirkt halt wie ein ganzes Zelt für die dann. So, habe ich fotografiert, aufgebaut, ich war schon sehr, sehr nervös, das muss ich sagen. Wenn ich mit meiner Makrokamera da auf dem Boden dann liege vor dem Eingang, es hat auch keine 5 Minuten gedauert, hat dann eine vom Laufhaus runtergerufen, dass ich sofort verschwinden soll, aber ich hatte noch kein perfektes Motiv. Das heißt, ich habe ja nicht den ganzen Mut zusammengetan, mich dann nach keinem Motiv zu gehen. Aber nach 10 Minuten war es eben dann so, dass dann einer mit Harley Davidson, mit Lederjacke, kräftiger Typ hinter mir hergefahren ist und geparkt hat, ausgestiegen, runtergegangen hat, mich angeschrien, ob ich überhaupt weiß, wer hier das Sagen hat. Ja, da war ich dann nicht mehr so locker drauf. Du hast dann auch geantwortet, eine Sekunde, ich habe noch nicht das richtige Motiv. Ja, können gleich weiterreden, ich muss noch kurz. Ich habe sehr gestottert und habe dann so nach unten gezeigt, so Little Mannheim Projekt, Fotoprojekt nach unten gezeigt und er schaut dann so ganz kritisch nach unten, aber plötzlich fängt er an, herzlich zu strahlen und sagt dann so, ach Gott, wie geil ist das denn? Ich kann mir ruhig noch Zeit lassen und dann hat er auch noch erzählt oder mich gefragt, ganz lieb gefragt, ob ich auch ein Motiv machen könnte mit der Szenerie vorne und dass er im Hintergrund so dasteht. Gibt's dieses Bild? Und dann, ja, das gibt's. Ich habe dann auch gefragt, ich habe es ihm nämlich per E-Mail geschickt, er wollte es dann per E-Mail haben, ja. Und habe gefragt, ob ich es veröffentlichen kann. Er hat gesagt, nee, möchte er dann doch lieber nicht, aber das mit dem Kondom, das Bild gibt's, das mit den Figuren. Aber genau, und dann habe ich ihm das Bild geschickt, ja, aber... Naja, auch viele Fragen, das ist dann, es gab halt, Gutscheine gab es halt keine danach. Ja. Du hast ja gesagt, du machst jetzt immer mehr und mehr Auftragsarbeiten und deswegen wollten wir dir jetzt heute zum Abschluss auch eine kleine Auftragsarbeit aufgeben. Und zwar hätten wir sehr gerne ein Jungbusch-Talk-Bild von dir im Stil von Little Mannheim und deswegen haben wir uns hier was vorbereitet, nämlich haben wir recherchiert, was für eine Kamera du benutzt. Das haben wir hier genau die gleiche für dich vorbereitet. Genau. Und die Aufgabenstellung im Anführungszeichen ist eben einfach ein Little Mannheim-Bild, was aber den Jungbusch und aber auch den Jungbusch-Talk einfach wiedergibt. Irgendein Motiv. Und wir wollen damit aber auch das Ganze live hier aufnehmen, um den Zuschauern so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen zu zeigen. Ja, wie läuft dein Prozess? Deswegen wäre es cool, wenn du jetzt einfach uns so ein bisschen mitnimmst, was denkst du dir dabei, wie gehst du sowas heran und wir sind sehr gespannt, was du jetzt zauberst. Ja, Challenge accepted auf jeden Fall. Ja, beim Jungbusch-Talk, was ist da wichtig? Mit Jungbusch verbinde ich ja auch immer ein bisschen Bier, Bar, Kneipen. Das heißt, bei meinen Fotografien habe ich auch immer so ein Vergleichsobjekt, weil wenn man die Figuren später sieht, da sieht man, dass sie doch sehr, sehr klein sind und mit dem dann auch die Figuren der echten Welt agieren. Und da wäre ja optimal auch das Bierglas. Aber noch viel cooler wäre natürlich, wenn was drin ist. Noch, vielleicht haben wir Bier organisieren. Auch.
wichtig hier, dass wir so eine kleine Gesprächsrunde machen, also wörtlich hier auch mit der Form im Kreis und hier drei Gäste daran draufsetzen, die dann hier chillen und auf der anderen Seite, oder eben ihr zwei interviewt eben den Gast, und auf der anderen Seite haben wir dann ein kleines Kamerateam, das dann auch die drei dann auch filmt. Und dazu brauche ich mir drei sitzende Figuren und ein Kamerateam, und das werde ich dann auch gleich mit meiner Kamera dann auch nochmal ablichten. Genau. Dann, ja. Also die sind wirklich im Vergleich. Was ist doch da winzig. Der Maßstab? 1 zu 64? 1 zu 87. 1 zu 87. Die sind also 18 mm groß dann, ja. Jetzt bauen wir erstmal die Gesprächsrunde auf dann. Das ist ein Gast, auch mal ein weiblicher Gast, auch fleißig schon am Erzählen. Befestigst du die irgendwie da oben oder sitzen die einfach nur drauf und du betest, dass sie nicht ins Bier fallen? Nee, ich habe da quasi so ein Einweg, also so ein Hin- und Wegkleber heißt der. Das heißt, das ist sowas wie Uhu Padafix, wo man im flüssigen Zustand eben drauf macht. Aber es kam tatsächlich auch schon in den Modellbahnladen auch irgendwie neue Kundschaft herein, die dann nach Little Mannheim gefragt haben, aber nach den Figuren dann. Das heißt, ich tue auch ordentlich den Miniaturfigurenmarkt ankurbeln. Tatsächlich. Jetzt muss ich mal schauen, wie es aussieht. Ich mache hier auch nochmal das Licht an. Ja. Ja, und jetzt kommt eben das Kamerateam. Boah, jetzt so stehen stelle ich mir natürlich nochmal anspruchsvoller vor, weil jetzt ist ja wirklich auch auf einem so schmalen Rand. Ja. Dass die da jetzt nicht einmal gleich den Köpfer machen und sagen, jo, Bierbart, klingt gut. Kann aber passieren, natürlich. Also, wer übrigens dem Bild zufolge uns das Ganze hier ein bisschen realistischer gestalten möchte, wir suchen noch Verstärkung für unser Kamerateam. Also, auf der anderen Seite, die Leute, die Kamera und den Ton bedienen, sind aktuell noch Stative. Könnt aber ihr sein. Da wir gerade jetzt einfach nur warten, bis wir das finale Bild bekommen. Apropos Finale. Apropos Finale Bild? Heute ist ja was Unglaubliches passiert. Ist das ein geiler Segway, Arian? Oh mein Gott, ich feier den. Apropos finales Bild. Finale. Ja. Ja, wir zeichnen ja immer schon ein bisschen im Vorfeld auf. Und heute Abend hat der SC Freiburg, also der Fußballclub aus meiner Heimat, Freiburg, das zum allerersten Mal in der V1-Geschichte es geschafft, in das DFB-Pokalfinale einzuziehen und nach Berlin zu fahren. Mit einem grandiosen Sieg über den HSV. Ich möchte jetzt eine konkrete Antwort gewinnen. SC ja, gewinnt! Okay. Boom! Das werden, und wenn das sie jetzt gewinnen, bin ich mit Schuld. Ja, auf jeden Fall. So, ich glaube, ich hab's jetzt. Ja, jetzt habt ihr euer erstes Little Mannheim Jungbusch-Talk-Bild. Ja, mir gefällt, Fall. Wie du gesagt hast, erstes. Genau. Bald kommt das Buch. Wir kennen ja jetzt auch jemanden, der einen Verlag hat. Da können wir jetzt ja darüber raus. Bald kommt Little Mannheim Jungbusch-Talk. 150 Motive mit dem Jungbusch-Talk. 150? Ohne Probleme, ich habe genug Themen im Kopf. Ja. Wie viele Motive sind in so einem Buch? 60, okay. Knapp 60 Motive. Ah, 60 kriegen wir easy. Ja, ja. Da gibt es Band 3. Gibt's da noch. Wir fangen einfach mit dem Kalender an und dann arbeiten wir uns hoch. Aber danke, dass du da warst. Danke jetzt auch für das coole Foto. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Das freut mich sehr zu hören. Und künftig als Gast bin ich dann immer hier. Ja, als Zuschauer. Als Zuschauer, ganz genau. Ja. Ja. Ja, dann danke, dass du da warst und bis bald. Bis bald. Ja. Für alle, die sich wundern, wo der nächste Gast bleibt. Wir haben natürlich auch in unserer Show immer mal wieder Themen, die uns interessieren und über die wir auch einfach ein bisschen miteinander reden wollen. Eines dieser Themen ist zum Beispiel Filme. Ganz genau. Und den Film, den ich jetzt zum Beispiel mal wieder im Kino gesehen habe, und ich weiß, du warst auch im Kino und hast ihn gesehen, und ich glaube, das ist eines der wenigen Sachen, für die ich auch immer ins Kino gehe, war der letzte, nicht Harry Potter, sondern natürlich Fantastic Beasts, aber natürlich aus der Harry Potter-Reihe, Secrets of Dumbledore. Echt hier, wir geben uns Mühe, nicht zu spoilern. Wir werden jetzt garantiert keine großen Sachen spoilern, aber wer noch nicht im Film war und sagt, ich will da unbedingt rein, sollte dann jetzt vielleicht bis zum nächsten Gast skippen, ab jetzt auf eigene Gefahr. Aber ja, wie fandest du den Film?
im Großen und Ganzen fand ich, es war eine sehr, sehr gute Ergänzung. Ich finde, die Story Dumbledore versus Grindelwald hat jetzt auch mal ein bisschen angefangen, weil die doch davor ja sehr, sehr nebensächlich eher behandelt wurde. Ja, ein bisschen war die ich sag jetzt mal, die Umbesetzung von Grindelwald statt Johnny Depp jetzt mit Mads Mikkelsen war natürlich so ein bisschen, man hat irgendwie in der Zauberei meiner Meinung nach so viele Möglichkeiten, es zu erklären, warum jetzt eine Figur anders aussieht. Was weiß ich, Vielsafttrank oder so ist jetzt das Erste, was mir einfällt. Ich hätte mir irgendwie was gewünscht. Hättest du dir da was gewünscht? Ich hätte mir gewünscht, dass man das einbaut, so im Sinne von, okay, der hat halt jetzt 10 Jahre lang Vielsafttrank benutzt, damit er anders aussieht, damit er nicht geschnappt wird. Aber das finde ich interessant, weil das habe ich auch bei sowas, wenn ich irgendwie einen Film gucke, ich beschäftige mich halt auch dann im Nachhinein viel damit und lese Sachen und so. Und das sagen viele. Die sagen, ja, erklär es doch irgendwie weg. Und ich finde aber in solchen Fällen, wo das ja externe Gründe hat, wieso der Schauspieler gewechselt wurde, möchte ich eigentlich keine komische Erklärung, weil die ist ja per se nur an den Haaren herbeigezogen. Wie fandest du den Film denn? Allgemein. Ich war bisher tatsächlich kein Fan der Fantastic Beasts-Reihe. Mhm. Deswegen bin ich nicht mit hohen Erwartungen in diesen Film reingegangen, sondern das war einfach mehr im Rahmen meines, ja, ich gehe jetzt eh viel ins Kino, weil ich generell an Filmen interessiert bin und dann schaue ich mir auch das an. Das war auf jeden Fall, fand ich, der beste der 3 Fantastic Beasts Filme. Mhm. Ich habe aber einfach ein grundlegendes Problem mit dieser Serie, von Film 1 schon. Mhm. Und ich hatte von Anfang an nämlich das Gefühl, dass das einfach 2 Filme immer in einem sind, die sich in meinen Augen aber einfach nicht kombinieren lassen. Ich habe auf der einen Seite so dieses ganze Thema Fantastic Beasts um Newt und seine Freunde drumherum und ich habe die ganze Dumbledore- und Grindelwald-Geschichte. Klar, im ersten am wenigsten, jetzt im dritten am meisten. Und ich finde, das müssten 2 separate Filme sein. Das passt einfach nicht zusammen. Und so ein bisschen meine, natürlich nicht ernst gemeinte Theorie, als hätte man damals gedacht, so hey, wir machen jetzt irgendwie so den Fantastische Tierwesen, so wie so ein kleines Spin-off zu Harry Potter. Das wird einfach ein netter, lustiger, spaßiger Film, den wir da machen. Dann war man schon mit der Hälfte des Filmes durch, Skript war geschrieben, zur Hälfte. Und dann hat man gemerkt, so puh, du, ich glaube, wir können da keine vielen Filme draus machen. So noch einmal wird es langweilig. Und hat sich dann den Einfall gehabt, hey, wir machen jetzt einfach Dumbledore vs. Grindelwald da rein. Dann waren aber schon alle Marketingplakate, Poster und so weiter gedruckt. Die ganze Reihe hieß halt schon Fantastische Tierwesen. Scheiße, was machen wir jetzt? Naja gut, jetzt ziehen wir es weiter mit. Und ich finde, gerade im dritten Film hat man das am meisten gemerkt. Das hätte man auch komplett loslösen können. Absolut. Ja. Und wie schon gesagt, ich fände es grandios. Also falls Warner Brothers, macht es immer noch Warner Brothers? Ich glaube ja. Warner Brothers, zuschaut oder auch Joanne K. Rowling. Ich fände so eine Serie ziemlich geil. Keine Ahnung, nennen wir sie Minerva und die handelt halt von Hogwarts zu der Zeit, als Grindelwald da war oder auch zu der Zeit, als Voldemort ganz am Anfang da war. Da ist ja auch noch sehr, sehr viel Storyline, die man eigentlich noch irgendwie verfilmen könnte oder auch verserien könnte. Okay. Übrigens, wir konnten leider weder Eddie Redmayne heute Abend hier haben, noch Jude Law. Wir haben auch angefragt, kam leider noch nicht. Auch Zendaya haben wir immer noch nicht da gehabt. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Wo wir gerade dabei sind. Wir sind also, aber wenn irgendjemand von euch Zendaya persönlich kennt, ja, ne? Wir sind hier auf jeden Fall optimistisch, was Folge 3 angeht. Auf der Couch. Ich würde mal sagen, wir starten jetzt auch einfach mal den Hashtag Bring Zendaya to JBT. ich glaube, Bring Zendaya to JBT ist auf jeden Fall was funktionieren könnte. Definitiv. Sehe nicht, wieso nicht. Den starten wir jetzt heute einfach mal mit dieser Folge. Und schauen wir mal, was passiert. Und damit es jetzt nicht komplett ausartet heute Abend, belassen wir das Thema jetzt auch. weil wir könnten darüber auch noch weitere 20 Stunden reden und 20 Shows füllen. Und dementsprechend freuen wir uns jetzt sehr, sehr darauf, unseren letzten Gast für heute Abend zu begrüßen. Und das ist der Christoph. Und heißen hiermit ganz herzlich willkommen hier bei uns im Jungbusch Talk. Herzlich willkommen, Christoph. Please welcome our next guest. Dann begrüßen wir heute Abend noch zum Abschluss, zum krönenden Abschluss, den Christoph und mit einem sehr, sehr, sehr spannenden und interessanten Thema. Ihr werdet jetzt gleich alle ein bisschen überrascht sein vielleicht, je nachdem, ob ihr die erste Folge schon geschaut habt, wisst ihr, unser drittes Thema ist immer ein bisschen nischiger unterwegs und so auch heute. Deswegen herzlich willkommen Christoph und erzähl uns mal, was machst du hier? Warum bist du hier? Guten Abend. mein nischiges Thema heute ist Shibari.
japanisches erotisches Fesseln. Das klingt zunächst einmal, lassen wir jetzt alle erstmal sacken, vollkommen befremdlich. Aber wie dank des Internets sicherlich viele von euch mitbekommen haben, gibt es Menschen, für die Dinge, die vielleicht nicht in jedem Schlafzimmer stattfinden, von großem Interesse sind und die an etwas anderen Formen von Intimität, Nähe und Erotik arbeiten als die Missionarsstellung im Dunkeln. Eines dieser vielen Dinge und letzten Endes, ich sage es ganz offen, ein Unterpunkt. Wir sind gerade erst am Anfang von dem Interview. Sorry. Da hat sich jemand angesprochen gefühlt. Ist der Erste schon schockiert abgehauen? Oder? Alle sind noch da, alle sind noch da. Alle sind noch da? Okay. Ihr habt die Tür abgeschlossen, oder? Ja. Das Publikum muss jetzt bleiben, es ist zu spät. Eine dieser Dinge, die man alternativ oder ergänzend als Weg von Nähe, Austausch, Erfahrung von Intimität machen kann und da natürlich ganz klar ein Stück aus dem großen Bereich BDSM, Bondage, Dominance, Sadism, Masochism, ist Fesseln, ist erotisches Fesseln zum gemeinsamen Vergnügen beider Teilnehmer und Shibari, etwas, was sich seit den 60er Jahren von Japan ausgehend entwickelt hat und was im letzten Jahrzehnt einen, naja, nennen wir es Siegeszug rund um die Welt angetreten hat, ist eine Spezialität dabei und ich praktiziere das. Ich habe einen Instagram-Account als Pieps der Zweite. Warum Pieps der Zweite? Ich habe mich in einschlägigen Social Networks zunächst Samuel Pepys genannt, nach einem britischen Aristokraten und Schriftsteller aus dem 17. Jahrhundert. Habe dann auf einschlägigen Veranstaltungen so oft sagen müssen, man spricht es aber Pepys aus, weil der historische Samuel Pepys, P-E-P-Y-S, geschrieben wird, dass ich irgendwann gesagt habe, ich bin der Herr Pepys. Und in diesem Namen habe ich mir einen Instagram-Account eingerichtet und da Instagram mein Tun böse und abstoßend findet, war ich gezwungen, einen zweiten Instagram-Account einzurichten als Pieps der Zweite. Ganz nach dem aristokratischen Vorbild in meinem Kopf gerade. Pieps der Erste, Pieps der Zweite. Und ich mache das seit etwas einem Jahrzehnt. Das war irgendwo bei mir immer schon Bestandteil meiner Programmierung dessen, was ich gerne tun wollte. Und, oh Gott, irgendwann habe ich mir gesagt, du machst das jetzt mal einfach. Ich habe Unterricht genommen bei einigen Europäern, die etwas vor mir gekommen sind, bei einem der großen Japaner in diesem Genre und praktiziere das sehr intensiv, zum einen mit meiner festen Partnerin, zum anderen, jedenfalls vor der Pandemie, mit wechselnden Interessententinnen. Also ich gestehe, ich bin eine völlige alte Hete und da das Thema für mich nun einmal erotischen Austausch bedeutet, möchte ich das mit einem weiblichen Gegenüber tun. Nachdem aber sicherlich für viele das ein neuer Begriff ist, du hast es ja bisher als erotisches Fesseln bezeichnet, kannst du denn vielleicht eine grundlegende Beschreibung oder Erklärung zu den Bildern, die man jetzt auch gleich sehen wird, geben? Weil sicherlich viele verbinden das vielleicht erstmal mit einem Bett oder mit Ähnlichem. Nein, und das ist es, genau, das also ist es. Zunächst ja einmal, ich brauche kein Bett. Wenn ich sage, dass etwas erotisch ist, bedeutet das nicht zwingend, dass einer oder beide Anwesenden Kleidung verlieren sollten. Ich benutze gerne die Metapher vom Tango-Tanzen. Tango ist auch etwas Erotisches, etwas Nahes und Intimes. Es ist ganz offenkundig aufgeladen, aber auch da
läuft niemand nackt rum oder zieht auch nur die Schuhe aus. Gibt es denn hier in Mannheim außer dir noch Leute? Also gibt es eine Art von lokale Szene? Es gibt eine regionale Szene. Okay. Wenn man bis Karlsruhe runtergeht oder bis Stuttgart rübergeht, gibt es eine Reihe von Leuten, die wirklich, wirklich gut sind. Mindestens so gut wie ich. In Mannheim selbst, und das mag jetzt hochnäsig klingen, aber ich kenne in Mannheim selbst keinen, der so gut ist wie ich. Es mag ihn geben, ich kenne ihn nicht. Er ist nicht in sozialen Medien, auch nicht in spezialisierten sozialen Medien präsent, was nicht bedeutet, dass er, nicht existiert. Aber ja. Dann eben einfach im Privaten vielleicht. Aus Unkenntnis, dreist daraus gesagt, ich bin der beste Fessler Mannheims. Und wie groß kann man sich denn vorstellen, ist, wenn du jetzt sagst, es ist nicht unbedingt eine lokale, sondern vielleicht eher eine regionale Szene, von wie groß, also ich meine, natürlich, es gibt sehr viele Leute, die das eher im Privaten vielleicht auch tun und die das eher eben nicht in dann den einschlägigen Medien unterwegs sind, wo du dann wieder andere Leute kennenlernst und so weiter. Aber wie viele Leute, würdest du sagen, kennst du, die auch spezifisch jetzt Shibari, also die japanische Form, nicht unbedingt kennen? Ich kenne in Baden-Württemberg sicherlich mehrere hundert Menschen, die es auf der einen oder anderen Seite praktizieren. Ich habe vor der Pandemie Unterricht gegeben und habe üblicherweise eine Gruppe von einem halben Dutzend Paaren einmal im Monat zusammenbekommen für Workshops. Was ist denn der Altersdurchschnitt in so einem Workshop bei dir gewesen? Altersdurchschnitt bei mir ist etwas jünger als ich. Ich bin 55, aber nicht viel jünger. Der Altersdurchschnitt insgesamt 18 bis über 70. Guter Durchschnitt. Für jeden was dabei. Du hast ja gerade selber gesagt, dass du da auch sehr präsent bist, sonst wärst du auch nicht hier. Du hast ja allerdings, wie alle anderen auch, erstmal einen Job, den du tagsüber ausübst. Hattest du denn je Situationen, wo du gegenüber Vorurteile oder sonstigen negativen Kommentaren dann... Ich habe da bisher keine gehabt. Und das hängt auch ein bisschen mit meinem beruflichen Umfeld zusammen, weil ich zum einen einen Arbeitgeber habe, der da mit der individuellen Sexualität seiner Mitarbeiter keine so großen Probleme hat. Und zum anderen eine Position bei meinem Arbeitgeber habe, wo sowieso alle von mir Angst haben. Und generell, also wenn wir jetzt von Vorteilen sprechen... Um das Rätsel aufzulösen, ja. Ich bin Justiziar bei einem mittelständischen Unternehmen in Heidelberg. Das ganze Thema grundsätzlich, also der ganze Bereich Fesseln, der ja dann gerne in den BDSM-Bereich zwar geschoben wird, aber der ja eben auch gerade bei Shibari immer mal gerne mal ein bisschen rausgenommen wird. Weil ich würde ihn ein Stück weit rausnehmen. Zum einen deshalb, weil andere Sachen möglich, verhandelbar sind, aber keineswegs zwingender Bestandteil. Und zum anderen, weil es vielleicht einer der Bereiche ist, auf einer, nennen wir es handwerklichen Ebene, so komplex sind, dass man die Leute nicht einfach entlassen kann mit... kauf dir ein paar Handschellen und sprich ausgiebig über Einverständnis. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort für heute. Einverständnis, sehr, sehr wichtig bei dem ganzen Thema. Wie du es vorhin gesagt hast, man muss eben alles von vornherein gut verhandeln. Man muss wissen, okay, wo sind Grenzen, was möchte welche Partei eingehen. Möchte man auch den Switch machen? Ja, möchte man erst fesseln, dann gefesselt werden? Möchte man nur fesseln, nur gefesselt werden? Diese Vorlieben sind ja im Vorfeld sehr, sehr, sehr wichtig abzuklären. Und ja, wir haben ja vorhin ein bisschen Bilder eingeblendet und wer weiter dann noch Interesse hat, sich da mit dem Thema zu beschäftigen, der kann gerne bei Pieps dem Zweiten auf Instagram mal vorbeischauen. Wir werden den Instagram-Account auch irgendwo verlinken. Ich vermute irgendwo nicht im Video, sondern unten, sonst killt Arian mich. Damit bedanken wir uns ganz, ganz herzlich dabei, dass du hier warst. Es war mir eine Freude. Außerdem war es mir ein Heidenvergnügen. Das ist sehr schön zu hören. Für uns auch und uns einen super Einblick in definitiv ein Thema gegeben hast, was zumindest ich, bevor ich dich mal irgendwann kennengelernt habe, noch nie gehört habe. Ich glaube, auch vielen anderen wird es so gehen, dass sie hören Shibari und denken, oh cool, da hat doch der Herr Elser vorhin irgendwie was mit japanischem Whisky gesagt. Vielleicht ist das ja eine Edelmarke. Damit hat es nichts zu tun. Ja. Oh je.
sondern eben mit was ganz, ganz anderem. Und ja, damit sind wir heute auch schon wieder beim Ende unserer nächsten Show angekommen. Wir bedanken uns wieder bei allen, die heute Abend zugeschaut haben und natürlich auch bei unserem grandiosen Publikum, was heute Abend schon aufs Doppelte gewachsen ist. Weil natürlich alle anderen Gäste auch immer noch hier bei uns bleiben und sich die Show im Normalfall auch anschauen und Freunde und Freundinnen sind auch noch da. Und ja, wir würden allerdings auch ganz gerne wissen, wärt ihr denn auch gerne mal bei einer Show am Ende irgendwie hier, werden wir das aufzeichnen, auch live dabei. Wir werden dazu eine kleine Umfrage auf Instagram machen. Schaut auf jeden Fall auf den Instagram-Account und sagt uns Bescheid, weil dann würden wir das definitiv für die Zukunft noch mehr in Angriff nehmen. Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal auch wieder rein, es wird sich lohnen. Danke, bis dahin. Tschüss. That's all for today, folks. We hope you've enjoyed tonight's show. Follow us on Instagram, YouTube and TikTok. See you next time.